Der 14. März 2021 wird ein ganz wichtiger Tag werden für den neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, denn an jenem Sonntag wird es in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz zu Landtagswahlen kommen. Und in beiden Bundesländern ist es ja aktuell so, dass die CDU nicht den Regierungschef stellt. In Baden-Württemberg ist man der Juniorpartner der Grünen und in Rheinland-Pfalz ist man gar in der Opposition. Und das möchte man in beiden Fällen ändern. Man möchte in beiden Fällen den Regierungschef stellen nach den nächsten Landtagswahlen. Und in diesem Video wollen wir mal schauen, wie denn die Chancen dazu in Baden-Württemberg stehen. Aber wir wollen nicht nur auf die CDU blicken, sondern generell einmal schauen, wie sieht es denn für die wichtigsten Parteien in Baden-Württemberg aktuell aus. Dazu blicken wir zunächst einmal auf die neuesten Umfrageergebnisse. Die haben den Stand des vergangenen Samstags. Und für dieses Video ganz essentiell ist dieses Umfrageergebnis von INSA. Denn es ist nicht nur das neueste, sondern das einzige aus diesem Jahr. Und deswegen ist das die Grundlage später für die Sitzverteilungs- und für die Koalitionsoptionsberechnungen. Dieses Ergebnis von INSA, das ist also vom 13. Januar diesen Jahres. Ich hätte mir gerne noch ein Ergebnis von Infratest DIMAP gewünscht, denn bei Infratest DIMAP ist das Verhältnis von Grünen zu CDU ein deutlich anderes als bei INSA. Bei INSA haben wir einen Gleichstand, 30-30% jeweils. Bei Infratest DIMAP lagen die Grünen bei den letzten beiden Umfrageergebnissen jeweils 5 Prozentpunkte vorne und das ist schon ein anderes Ergebnis, als wir es eben bei INSA sehen. Nichtsdestotrotz müssen wir halt mit dem arbeiten, was wir haben. Also arbeiten wir mit INSA aktuell mal und schauen, wie es hier also aktuell aussieht. Die Grünen haben, wenn man auf den Trend bei INSA schaut, ein bisschen was gut gemacht in den letzten Monaten. Im September lagen die Grünen noch 3 Prozentpunkte hinter der CDU. Mittlerweile hat man also den Gleichstand hergestellt, man hat also aufgeholt, man ist in gewisser Weise im Aufwind, wenn auch natürlich nicht so stark, aber man hat eben den Rückstand egalisiert zur CDU. Und ja, jetzt liegen beide Parteien gleich auf. Ich persönlich sehe trotzdem die Grünen vor der CDU. Ich begründe das auch, aber ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr das genauso seht oder anders seht. Meine Begründung ist eben jene, dass Winfried Kretschmann, der amtierende Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sehr beliebt ist. Und das wird auch unterstützt, wenn man sich eine andere INSA-Umfrage anschaut. Da wurde nämlich gefragt, wen würden Sie wählen? Also, wenn Sie direkt den Ministerpräsidenten wählen könnten, wen würden Sie da wählen? Und Winfried Kretschmann hat 52% der Stimmen erhalten und seine Herausforderin von der CDU, Susanne Eisenmann, hat 12% der Stimmen erhalten. Und das sind also 40 Prozentpunkte Unterschied. Und das spricht ja schon eher dafür, dass die Grünen nochmal einen Amtsbonus erhalten werden und ja nochmal ein bisschen besser dastehen werden, als sie es jetzt bei INSA tun. Sofern da nicht in irgendeiner Weise schon dieser Amtsbonus, diese Zufriedenheit sich widerspiegelt im Umfrageergebnis. Das kann natürlich auch sein, aber die Erfahrung sagt, meistens ist es so, am Wahltag kommt noch ein bisschen was für die Partei des Amtsinhabers hinzu, wenn man eigentlich mit der Person oder mit der Partei an sich zufrieden ist. Grüne und CDU also liegen bei 30%. Das haben wir jetzt abgehakt. Dahinter gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Rang. SPD und AfD kämpfen darum. Für die SPD ist es im Prinzip so, man hält das Niveau von vor 5 Jahren. Die AfD würde dann doch klar Verluste hinnehmen müssen. Wer jetzt wirklich dort die bessere Chancen auf den dritten Rang hat, ist mit einem Fragezeichen zu versehen. Die Umfragen davor von Infratest DIMAP und INSA sahen ja die AfD vorne, zumindest leicht vor der SPD, aber mittlerweile ist es ein Gleichstand bei INSA. Dann haben wir noch die FDP, die scheint den Einzug in den Landtag locker zu schaffen und die Linke scheint diesen erneut zu verfehlen. Und ich glaube auch persönlich nicht daran, dass die Linke es noch schaffen wird, auf mindestens 5% zu kommen. Nichtsdestotrotz werden wir nachher auch nochmal eine Sitzverteilung mit den Linken sehen. Die sonstigen kommen auf 4%, da ist keine Partei annähernd bei 5%. Also können wir die sonstigen im Grunde ausklammern. Blicken wir auf Gewinne und Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl, das haken wir mal schnell ab. Die CDU ist unter diesen Umständen die größte Gewinnerin, plus 3 Prozentpunkte, die AfD die größte Verliererin, minus 3,1 Prozentpunkte. Und dann ist es mit der Aussagekraft schon schwieriger, denn diese Werte von INSA sind sicherlich gerundet und haben eine gewisse Ungenauigkeit dadurch. Und insofern, man kann jetzt nicht einfach sagen, minus 0,3 Prozentpunkte bedeuten, dass die Grünen schwächer werden als 2016. Das ist ein Schluss, den man dann nicht unbedingt so ziehen sollte. Insofern kann man sagen, SPD, Grüne und FDP, auch die sonstigen insgesamt, liegen in etwa auf dem Niveau von vor 5 Jahren. Und selbst die Linke plus 1,1 Prozentpunkte, ja, sie dürfte leicht im Plus, im positiven Bereich liegen, aber ob das wirklich 1,1 Prozentpunkte sein werden, das kann man zumindest mal anzweifeln. Am wichtigsten ist ja aber am Ende des Tages die Sitzverteilung und damit, was an Koalitionen möglich ist. Die Sitzverteilung sieht wie folgt aus.
Man hat ja 120 Sitze regulär im Landtag in Stuttgart. Und wenn man mal diese 120 Sitze verteilt, also ohne Überhang und Ausgleichsmandate, dann kommt man bei den Grünen auf 39 Sitze, die CDU auf 39, also kommt auch auf 39, SPD und AfD liegen bei 16 und die FDP kommt auf 10 Sitze. Für die absolute Mehrheit braucht man 61 Mandate und demzufolge haben wir drei Koalitionsoptionen, die hier grün markiert sind, die potenziell realistisch sind und zu denen ich jetzt auch etwas sagen sollte. Blicken wir zunächst auf Grüne plus CDU. Das ist ja auch grau hinterlegt, dieses Bündnis, denn das ist das aktuelle Regierungsbündnis. Dass dies fortgesetzt werden könnte, erscheint in meinen Augen sehr realistisch. Ist, wenn ich ehrlich bin, auch das Bündnis, von dem ich glaube, dass es nach der Wahl weiter bestehen wird. Da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, ob ihr da anderer Meinung seid. Die CDU hat zumindest schon mal Signale gegeben, dass sie das Bündnis fortsetzen würde. Natürlich hat sie dabei aber im Kopf, selbst die Regierungschefin stellen zu können mit Frau Eisenmann. Aber für den Fall, dass die CDU nicht die stärkste Kraft werden wird, glaube ich trotzdem, dass die CDU nicht dieses Bündnis ablehnen wird. Die Grünen wiederum, die halten sich ein bisschen bedeckter, haben schon anklingen lassen, sie würden ja eigentlich lieber mit der SPD zusammen regieren, ist eben ein Koalitionspartner, der naheliegender ist, aber man sieht es ja hier, mit der SPD reicht es nicht für eine absolute Mehrheit. Fraglich, ob es am Wahltag wirklich für eine absolute Mehrheit dieser beiden Parteien auch wirklich reichen wird. Bei Infratest-DiMAP, gut, da waren es 35% für die Grünen, da sah das Ganze ein bisschen anders aus, hier auch im Verhältnis zur CDU. Also kann man mal im Hinterkopf behalten, Rot-Grün wäre, wenn es möglich wäre, sicherlich das Bündnis, das die Grünen eingehen würden. Aber aktuell sieht es so aus, als müssten die Grünen neben der SPD ja noch die FDP ins Boot holen und das könnte schon ein bisschen schwieriger werden. Vor 5 Jahren waren sich ja Grüne und FDP nicht grün gewesen in Baden-Württemberg, da war eine sogenannte Ampelkoalition vollkommen ausgeschlossen. Jetzt ist es schon eher realistischer, aber ich glaube trotzdem, dass dieses Bündnis immer noch hypothetischer Natur ist. Ihr könnt mir da aber, wie gesagt, gerne widersprechen. Die CDU hat tatsächlich, auch wenn sie zweitstärkste Kraft werden würde, wahrscheinlich die Möglichkeit, eine Regierung mit absoluter Mehrheit zu bilden. Das wäre das Modell der sogenannten Deutschlandkoalition zusammen mit SPD und FDP. Aber auch hier muss man fragen, ist das wirklich realistisch? Gehen diese Parteien wirklich dann zusammen nach der Wahl oder ist dem eher nicht so? Demzufolge, summa summarum, denke ich, dass Grüne und CDU weiter regieren werden und dann letzten Endes derjenige Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin sein wird, der bzw. die eben aus der stärkeren Partei stammen wird. Beziehungsweise, wenn die Grünen stärker werden, bleibt Kretschmann Ministerpräsident. Wenn die CDU stärker werden wird als die Grünen, dann wird Frau Eisenmann Ministerpräsidentin von Baden-Württemberg. Wie gesagt, ich wollte ja auch nochmal reinschauen in diese Variante hier mit den Linken im Landtag. Ich habe jetzt einfach mal 5% für die Linke angenommen. Dann kommen wir eben insgesamt auf folgendes Szenario. Die Linke kommt auf 6 Mandate, SPD und AfD auf 15, Grüne und CDU auf 37 und die FDP auf 10 Mandate. Wenn wir auf die Koalitionsoptionen blicken, dann hat sich da tatsächlich nichts verändert. Grüne und CDU und diese beiden Dreierbündnisse, die würden nach wie vor eine absolute Mehrheit haben. Ja, hier wird es schon ein bisschen enger bei den Dreierbündnissen. Gut möglich, dass dann am Wahltag bei einem solchen Ergebnis es doch so ist, dass es für eine dieser Dreierbündnisse nicht reichen wird. Aber aktuell wäre es eben noch so mit diesem Ergebnis. Und Rot-Rot-Grün, was ja als zusätzliche Option hinzukommen würde, hat keine absolute Mehrheit und erscheint mir auch in Baden-Württemberg nicht realistisch. Ich glaube nicht, dass die Grünen ein solches Bündnis wirklich eingehen würden. Demzufolge, selbst wenn es sich als möglich darstellen würde. Demzufolge haben wir also nach wie vor diese drei Koalitionsoptionen zur Auswahl, wie wir sie auch hier sehen. Und hier ist eben auch das Szenario zu sehen, das ich für wahrscheinlich halte. Die Linke kommt nicht in den Landtag und wir haben es mit 5 Parteien im Parlament zu tun. Halten wir summa summarum mal das Folgende fest. Grüne und CDU werden den ersten Rang unter sich ausmachen. Ich persönlich sehe die Grünen aktuell im Vorteil und in der besseren Position. Und meine These ist, Grüne und CDU werden weiter regieren und die Partei, die am Ende die Wahl gewinnen wird, also stärkste Kraft werden wird, die wird auch den nächsten Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg stellen.